Hallo, da bin ich wieder. Heute wollte ich euch erklären oder erzählen, wodurch meine Haut momentan besser geworden ist. Momentan ist gerade mal nicht da die letzten Tage, also gestern waren es 29 Grad, heute waren es 32 oder so. Und daraufhin habe ich halt hier am Hals und hier Hitzepickel auch an der Stirn. Ich habe jetzt etwas Make-up drauf, weil wir eigentlich damit dann weg wollten. Und aber doch abgesagt haben, weil einfach zu warm war und ich jetzt nicht unbedingt einfach ins Bett gehen wollte. Wir haben es jetzt auch schon um 8, beziehungsweise mich ins Bett legen wollte, ohne noch ein Video abgedreht haben. Video abgedreht zu haben für euch. Jetzt habe ich es. Es ist einfach zu warm, sorry. Und ja, meine Haare auch relativ zusammen gemacht, ist einfach echt eine Wärme. Ja, also ich fange am besten mal an, weil ich habe jetzt, ich bin ja 27 und ich habe wirklich mein ganzes Leben lang schon mit unreiner Haut und Pickeln und Pusteln und so zu kämpfen. Hab mich auch nie wirklich geguckt, woran es liegen könnte, wenn man zum Hautarzt gegangen ist. Der hatte nochmal irgend so ein Aknegel verschrieben. Irgendwelches scharfes Zeug, wo die Haut nur unnütze gereizt war und die zwar ausgetrocknet wurden, aber immer wieder gekommen sind. Das war, die haben immer wirklich immer nur versucht, die äußerlichen Ursachen zu bekämpfen und nicht die inneren. Und ja, das war wirklich immer wieder damit zu tun gehabt. Vor allem, wenn so die monatlichen Frauenprobleme kamen, dann war es meist besonders schlimm und ja. Und dann bin ich eigentlich auf einen Zufall vor 2 Monaten ungefähr durch einen Zufall drauf gestoßen, woran es liegen könnte. Und zwar hatte Tino, das ist ja jetzt 2 oder 2,5 fast, und der hat mit einem Jahr, im Jahr so anderthalb, ganz schlimm Neurodermitis gehabt. Und mir ist zufällig dann aufgefallen, dass er sehr viel normale Kuhmilch getrunken hat, ganz viel Joghurt, ganz viel Milchschnitte, alles sowas halt, ganz viel davon. Und dann hat man auf jeden Fall eine Zeit lang mal weniger gehabt, weil auch nicht so viel bei der Oma war. Und daraufhin haben wir gemerkt gehabt, dass es einfach besser geworden ist bei ihr. Aber nichts großartig bei ihr gedacht. Und dann kam mir dann mal der Sinn. Und dann habe ich auch zufällig bei Facebook nicht darauf gestoßen, dass Kuhmilch Allergie nicht nur Magen-Darm-Probleme verursachen, sondern auch Hautprobleme verursachen, wie Neurodermitis, Juckreiz, Pickel. Ich so, okay, probierst du das doch einfach mal aus. Und da hat sie mir auf Kuhmilch reagiert, habe ich laktosefreie Milch gekauft und habe die mitgetrunken bei ihm, da er halt sehr viel Milch trinkt, ich nur im Kaffee Milch trinke und daraufhin schon gemerkt habe, dass meine Haut nach 2 Wochen besser geworden ist. Dachte mir, das liegt wirklich daran. Es ist wirklich, momentan ist es echt nur noch ein Selbstversuch, denn wir haben jetzt Mitte Juli und ich habe erst Mitte September einen Termin beim Hautarzt. Termin habe ich schon vor 1 oder 2 Monaten gemacht, also ich warte schon sehr lange drauf. Aber egal. Das habe ich festgestellt, ich halt auch wirklich auf Kuhmilch reagiere. Okay, also keine Milch mehr und ja, es war für mich eine sehr große Umstellung, da ich ja Kaffee nur mit Milch trinke, sonst trinke ich ja eigentlich überhaupt keine Milch, außer im Kaffee. Ein Stück zurückrutschen, warte mal. Ah, mein Chaos, okay. So. Dass ich wirklich nur Milch im Kaffee trinke und das für mich eine große Umstellung war. Mit laktosefreier Milch ging das auch noch, aber ich wollte halt komplett von dieser Kuhmilch weg, weil wie Name schon sagt, Kuhmilch und keine Menschenmilch. Das ist halt wirklich für die Kälber gedacht und dass ich mir viel davon mal Abstand halten und habe mich halt einfach mal durchprobiert durch diese pflanzlichen Milche, die es gibt. Soja hatte ich schon vor länger, vor keine Ahnung wie vielen Jahren schon mal. Das war überhaupt nicht meins. Das hat einfach zu sehr nach Getreide und so weiter geschmeckt. War überhaupt nicht meins. Also habe ich auch Reis und Hafer gar nicht erst ausprobiert. Ich habe gleich die Mandelmilch probiert. Hatte da die ungesüßte Mandelmilch. Und muss ich ehrlich dazu sagen, die hat mir persönlich im Kaffee nicht geschmeckt. Pur konnte man die super trinken, hat echt gut geschmeckt. Die hat mir allerdings im Kaffee immer ein kleines bisschen Stevia mit reingemacht, weil ich auch von diesem Kristallzucker weg wollte. Und dann konnte man es wirklich trinken. Nachdem dann meine Mandelmilch alle war, bin ich auf Haselnussmilch umgestiegen.
Und ich muss sagen, die hat mir persönlich richtig gut im Kaffee geschmeckt. Die ist auch so eine leicht süßlich gewesen, worauf ich sagen muss, wirklich, ich das echt sehr lecker fand. Ich hatte auch schon mal vom Kaufland, was ihr auch in meinem Aufgebraucht-Video gesehen hattet, Kaffee mit Haselnuss und den fand ich schon sehr lecker. Und mit der Haselnussmilch war es erst recht echt super. Jetzt ist mein Haselnuss alle. Die habe ich jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal nachgekauft. Und bin jetzt mal auf Kokos umgestiegen, einfach mal wegen dem Geschmack. Die Preise belaufen sich da überall gleich. Also die Mandel, Haselnuss und Kokos kostet bei uns 2,79. Die ist von Alpro und die gibt es in keiner günstigeren Variante, worauf es Reis, Hafer und Soja auch in günstigeren Varianten gibt. Allerdings gibt es halt diese anderen nur von Alpro und gut, okay. Gibt man halt auch mal aus, wenn man merkt, dass es dadurch besser wird. Und ja, die mit Kokos ist, schmeckt auch im Kaffee. Man merkt aber sehr wenig davon, finde ich persönlich. Mehr von dem Kokos merkt man relativ wenig, muss ich ehrlich dazugeben. Und dann, worauf ich auch noch wirklich drauf reagiere, was ich sehr, sehr stark feststelle, wo man es jetzt, ich glaube hier, na, ich komm mal ran, hier sieht. Hier die Ecke, und trotz Make-up sieht man es trotzdem, ist ganz schlimm entzündet. Und zwar vermute ich sehr stark, dass es an der Melone gelegen hat. Und zwar ist mir auch aufgefallen, dass ich sehr stark auf das Obst und Gemüse auf dem Supermarkt reagiere. Es ist ja auch, weiß jeder, dass alles gespritzt ist. Und wenn ich davon zu viel gegessen habe, egal was es ist, ob es Bananen sind, ob es Äpfel sind, ob es Obstsalat war mit allem möglichen, ob es Gemüse ist, ob es jetzt ja wieder Paprika, Gurke glaube ich nicht unbedingt, aber vielleicht auch Tomaten und Paprika. Und da ich wirklich gemerkt, dass ich reagiere und das jetzt so warm war, habe ich einen extrem Heißhunger auf Melone gehabt und ja, hat sich wieder mal gespiegelt. Was sehr schlimm ist, schlecht, ja, auch Erdbeeren gehabt. Ich auch ein bisschen mehr reagiert hat, das spiegelt sich mir jetzt mal 2 Tage später, 1 bis 2 Tage später. Und ich hatte allerdings auch eine Zeit lang hatte ich Erdbeeren aus dem Garten, also eigene Erdbeeren. Und da habe ich es komischerweise nicht gehabt. Ich habe es auch gehabt, wo wir Hochzeitstag hatten, sind wir an der Ostsee gefahren nach Heringsdorf. Und da haben wir halt sehr viel Eis gegessen, Milchkaffee mit Sahne und ja, Milch und allem drum und dran. Und ich habe es wieder gemerkt. Der Montag ging noch und der Dienstag. Ich hatte ganz schlimme Pusteln am ganzen Kinn. Meine Chefin, die hat mich wieder darauf angesprochen, wie ich aussehe. Und ja, momentan ist es auch, ich glaube, ein sehr großes psychisches Problem bei mir auch so ein bisschen mit, wo ich wirklich im Moment versuche, die Haut in den Griff zu bekommen. Denn ich habe ja seit letztes Jahr Oktober bei meiner neuen Job dort angefangen als Kosmetikerin. Und meine Chefin ist wirklich sehr dolle drauf beharrt, dass meine Haut besser wird. Aber das alles, was sie mir geben will oder mir vorschreiben will, sind vorwiegend alle nur Sachen, die zur äußerlichen Bekämpfung zielen. Und daraufhin habe ich jahrelang Erfahrung auch gemacht, dass das bei mir nichts hilft. Ich habe sämtliche Produkte wirklich ausprobiert, von teuer bis günstig. Sogar Fruchtsäurebehandlungen 2 Mal über mich ergehen lassen innerhalb von einem halben Jahr. Und es hat nichts gebracht. Was ich sehr schade finde. Daher habe ich jetzt angefangen, nach den innerlichen Produkten zu gucken, woran es liegen könnte. Ja, das ist jetzt so meine Geschichte gewesen. Ich habe es wirklich echt jahrelang immer gehabt und ich habe es gesagt, immer noch, wie man sehen kann. Und aber es wurde im Moment besser. Ich versteife mich irgendwie auch noch ein bisschen darauf, dass ich im 7. Jahr jetzt wieder bin. Wenn man sagt, ja, alle 7 Jahre stellt sich der Körper um und ich bin ja quasi jetzt im 7. Lebensjahr, könnte man ja sagen. Und darauf versteife ich mich auch noch so ein bisschen, dass es vielleicht dann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres echt besser wird. Denn wenn ich meine Haut zur Hochzeit angucke und die Videos davor, wo ich auch teilweise echt ungeschminkt war, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Okay, da hatte ich auch mal einen Pickel, aber das war wirklich echt ein Mordsunterschied. Und ja, meint es wie gesagt auch sehr ein bisschen psychische Probleme auch dadurch. Ich habe es eigentlich nie so wirklich gehabt, aber ich glaube, einige können mich dann wirklich verstehen, wenn man da wirklich jeden Tag drauf angesprochen wird oder fast jeden Tag drauf angesprochen wird, wie schlecht die Haut ist. Und wenn man selber aber eigentlich einen Aha-Moment sieht, boah, die Haut wird besser und trotzdem immer noch zu sagen bekommt, die Haut sieht so schlecht aus, mach mehr Make-up drauf. Und ich weiß selber, wie meine Haut reagiert, wenn ich mein Gesicht mit Make-up zustopfe. Und meine Chefin verlangt das leider. Ich trage auch sehr dickes Make-up auf Arbeit mit deckendem Puder. Also viele, ich weiß nicht, einige werden sicher diese Marke Benidorm kennen. Das ist so ein Make-up-Artist, der wirklich sehr, sehr gutes Make-up hat, auch sehr deckendes Make-up. Und dort habe ich immer dieses HDTV, was ein sehr fettiges Make-up ist, drücke ich es mal aus. Also sehr fett, sehr Feuchtigkeit. Und das halt ganz dick und dann noch so ein Kompaktpuder, so ein 2-in-1, was man halt wirklich trocken und nass auftragen kann. Das auch noch über die Haut drüber. Und ich kam mir echt vor, als ob ich da so eine dicke, fette Speckschicht auf meiner Haut habe und Maske. Und ja, ich habe auch wirklich im Laufe der Zeit so gemerkt, okay, da kommt jetzt einer und da kommt einer und da und oh mein Gott, sage ich euch nur. Also ja. Zur Pflege, wie gesagt, ich habe sehr viel ausprobiert, von teuer bis günstig. Ich hatte Sachen von AOK hatte ich. Ich hatte von Mary Kay Sachen. Dann habe ich von Garnier Haut klar. Da wollten eigentlich mit am zufriedensten, muss ich ehrlich zugeben. Von keinem anderen, aber von dem war ich mit am zufriedensten. Habe wieder auch billig ausprobiert von Reval de Loop und Essence und ja, sehr viel Durchsetzer. Letztes war es ja gar nicht die Haut klar. Und jetzt momentan nehme ich von LR die Micro Silver Reinigungsserie. Das ist Reinigungsgel und Creme. Das wurde mir schon mal auf einer Messe empfohlen. Aber da ich bei diesem ganzen Humbug, nenne ich es mal, etwas skeptisch war, da es für mich auch sehr teuer war, da beides zusammen kostet 35 Euro und halt Ausbildung, ja, ist man halt ein bisschen skeptisch, ob das dann wirklich auch so hilft im Endeffekt. Und habe ich halt wirklich dann echt gelassen, mir das zu kaufen, weil die mir gesagt haben, ja, die Haut wird besser und die Narben, die ich hier so hatte, werden auch verschwinden durch dieses Mikrosilber, durch dieses wirklich Silberpigmente mit drin, ist auch sehr gräulich alles, setzt sich rein und versiegelt das quasi. Ja, und das habe ich wirklich mal von meiner Mutti, eine Arbeitskollegin, die vertreibt LR. Und die hat meine Mutti jetzt einfach jetzt mal für mich mitbestellt. Und ich muss sagen, am Anfang hat es mir wirklich schon gut geholfen, muss ich ehrlich sagen. Es trocknet die Haut allerdings sehr aus. Es war aber, ich muss sagen, groß kein Problem. Es war die erste Woche, wo die Haut trotz Eincremen noch gespannt hat. Wo ich nochmal etwas Creme nachlegen musste. Aber danach war das schon besser. Und ich muss sagen, meine Haut produziert nicht mehr so viel Talg. Ich glänze nicht mehr so schnell, nicht mehr so viel, habe ich wirklich das Gefühl. Und nachdem ich auch mit dem Lebensmittel drauf achte, was ich esse, finde ich wirklich, ist echt besser geworden. Also das momentan, was mir wirklich hilft. Es ist wirklich echt schwierig, ich glaube, das kennt jeder, da ein richtiges Produkt zu finden. Sehr viele schwören auf Clinique. Von Douglas habe ich auch gehabt. Hatte ich auch am Anfang gute Erfahrungen, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es weiter so geblieben wäre. Am Anfang war es aber so, dass ich, wo ich das gekauft hatte, ich hatte die Creme und ich hatte das Reinigungsgel. Und nachdem dann ich beides aufgebraucht hatte, habe ich schon zum Ende hin gemerkt, es wird wieder schlimmer. Habe ich mir jetzt nochmal nachgekauft, habe aber beides, ich glaube, nur noch bis zur Hälfte da genommen gehabt. Habe es dann, glaube ich, meinem Mom gegeben gehabt, weil dann es nur noch wieder schlimmer geworden anstatt besser. Ja, ich habe sehr oft sowas, dass es sehr viele vielleicht auch kennen, dass es die Haut wie quasi wie sich daran gewöhnt und dann weiß, wie es reagieren muss, damit es ja wieder sprießt und ja.
Das ist, war halt nicht so wirklich schön. Das jetzt zu meiner kleinen Geschichte, warum meine Haut jetzt momentan wirklich besser geworden ist. Und ich hoffe jetzt, es bleibt besser. Ich werde euch auch auf den Laufenden halten, wenn ich beim Hautarzt war Mitte September, was er meint. Ich werde auch darauf bestehen, einen Allergietest machen zu lassen, beziehungsweise das Blut abgenommen wird. Denn ich möchte wirklich wissen, worauf ich reagiere, damit ich darauf wirklich darauf hinarbeiten kann. Denn wie gesagt, ich habe ja wirklich selber gemerkt, dass ich auf diese Lebensmittel drauf reagiere. Ich lasse auch zur Info, ah, warte mal, meine Bällchen sind eingeschlafen, ich bin glaube ich ein bisschen klein. Ah, nee, geht noch. So, ich habe hinten meinen Spiegel, ich, so. Hinten an der Kamera meinen Spiegel, damit ich sehe, ob ihr mich seht. Und ich habe auch jetzt Gluten weggelassen. Ich versuche auch wirklich Gluten und auf Weizenmehl zu verzichten. Habe mir Maiswaffeln besorgt und achte auch bei Brot sehr doll darauf, dass da Roggenvollkornmehl drin ist. Haferbrot hatte ich schon mal, das war sehr gut. Dann hatte ich Pumpernickel, glaube ich, war das. Bin mir nicht ganz sicher, das war auch sehr gut. Und halt, ich habe auch wirklich darauf geachtet bei Sonnenblumen. Brot und Kürbiskernbrot, dass es wirklich Kürbiskernmehl ist und wirklich kein Weizenmehl. Was, ehrlich gesagt, wenn man darauf angewiesen ist, echt sau schwer ist. Also ich bin echt durch die Backabteilung gerannt und habe echt geguckt und ich habe es ganz schwer gefunden. Im Endeffekt war ich bei Netto, bei dem roten Netto und dort gibt es von Vita. Vita Fit oder Vital Fit, diese Gesundheitsmarke von Netto, gibt es ein Brotkörbchen. Da sind fünf verschiedene Brotsorten drin, jeweils zweimal einzeln abgepackt. Und da habe ich wirklich drauf geguckt, da ist wirklich kein Weizenmehl drin gewesen. Kann allerdings Spuren von Milch und Soja enthalten, aber das sind wie gesagt Spuren und das ist in Ordnung. Bei Spuren habe ich gelernt, das hängt damit zusammen, dass es an den Maschinen, wo das hergestellt wird, dass sich da immer noch ein bisschen drin ansetzen kann, denn die werden ja nicht beim Sortimentswechsel so extrem gereinigt wie wirklich nach Feierabend, sondern die werden ja wirklich zwar auch gereinigt, man möchte ja keine Angst haben, die werden wirklich auch gereinigt, aber es kann halt wirklich irgendwo an kleinen Ecken, wo man nicht reingehauen und man denkt, es ist sauber und sauber, ganz leichte Spuren von Milch noch dran sein. Deshalb steht meist immer bei, kann Spuren enthalten, damit ihr mal wisst, was es auch bedeutet. Und daraufhin ist das für mich völlig in Ordnung für mich. Das jetzt zu meiner kleinen Geschichte. Und ich wünsche euch dann einen schönen Abend. Ihr könnt ja mal gern in die Kommentare unten eure Erfahrungen mit reinschreiben. Und ich würde mich sehr freuen, von euch zu lesen und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir haben es sicherlich auch schon 8:30 oder so. Ich habe jetzt keine Uhr hier. Ich gucke bloß auf dem Fernseher und ja, da kommt schon die nächste Serie und ich schätze, wir haben es 8:30 ungefähr. Gut. Einen wunderschönen Abend. Ich tut euch. Mua. Wir sehen uns.